dieses Video, das jetzt gleich kommt, habe ich mich 4 Jahre lang nicht getraut zu zeigen. Ja, und es ist nicht so angenehm. Es ist auf jeden Fall für mich auch ein großer Sprung aus der Komfortzone. Und ich glaube, und ich tue es, weil ich denke, es ist oder es kann sehr wertvoll sein für die ein oder andere Frau und Familie. Es geht um das Verspeisen der Plazenta nach der Geburt. Oder ein Stück Plazenta. Ja, nicht die ganze. Genau. Der Matteo ist ja vor 4 Jahren in Neuseeland auf die Welt gekommen bei einer Hausgeburt. Jedenfalls geht es jetzt nicht nur darum, hier irgendwie über die Vorteile oder wie toll das alles ist zu berichten, sondern das ist unser Erfahrungsbericht, wie es sich für uns ergeben hat, angefühlt hat, damit umzugehen, eventuell ein Stück Plazenta gegen die Nachwehen zu konsumieren. Jedenfalls habe ich bei Instagram einen Beitrag gesehen vom Storchenteam von der Jasmin, die eben da so ganz normal und ganz natürlich die Plazenta in mini kleine Stücke geschnitten hat und in Kapseln gefüllt hat und sagt, ja, das ist super. Liebe Jasmin, was ist so für dich der positivste Effekt des Plazenta-Einnehmens nach der Geburt? Ich glaube schon, dass es viele positive Aspekte hat, aber mit Abstand kann ich wirklich beobachten, dass Frauen, die schon mal Probleme, Depressionen hatten oder im Wochenbett bei nach vorangegangenen Geburten, dass die viel, viel ausgeglichener waren, viel weniger Probleme hatten. Also seitdem die Frauen diese Plazenta-Kapsel nehmen, habe ich wirklich keine Frau mehr gehabt, die eine schwere Wochenbettdepression hatte. Okay, und genau sowas wünsche ich mir oder hätte ich mir damals gewünscht, das zu sehen, wie eben Frauen damit umgehen. Und ja, dass es das einfach eventuell eine tolle Möglichkeit sein kann. Und jetzt freue ich mich, das mit euch zu teilen. Wir haben beide voll gut geschlafen gerade. Jetzt hat er wieder Hunger. Und wenn das jetzt nicht besser ist mit den Nachwehen, also die sind gerade echt mördermäßig. Dann esse ich ein Stück Plazenta. Aber ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Das ist echt. Andererseits ist es ja gut, dass mein Körper arbeitet und das sieht man auch schon so krass. Mein Bauch ist so klein geworden. Ich bin total faszinierend. Also die Wirkung ist auf jeden Fall schon da von den Nachwehen. Aber das tut einfach so weh. Oh, es tut jetzt schon weh. Hallo, hier ist die Brust. Willst du gar nicht? Und nicht gleich mehr. Ja. Willst du Brust? Oder willst du gerade deine Schwester anschauen? Oder auf Toilette? Toilette? Baby, ich mag, ich bringe Toilette. Mach doch mal die Hände weg. Und den Mund ganz weit auf. Ja. Und jetzt trinken. Jetzt trinkt er. Der richtige Milcheinschuss war jetzt noch nicht da, aber scheint schon gut was zu kommen. Ah, jetzt fängt mein Bauch wieder an. Ich mache es. Okay, ich mach's. Damals in Neuseeland habe ich auf jeden Fall alles Mögliche abgesucht im Internet, um gute Infos dazu zu bekommen bezüglich Plazenta-Essen. Denn ich habe davon gehört von einer guten Freundin der Familie Scherzinger und der Hebamme der Familie Scherzinger, also die eben auch bei Jannes Geburt dabei war. Die hat schon inzwischen weit über 1000 Geburten begleitet. Scherzinger, hallo. Ja, hallo, bist du der Jannes? Ja, das bin ich. Hi, grüß dich. Dass du schon 1000 Geburten begleitet hast. Da wollte ich nochmal nachfragen, ob das 1000 wirklich stimmt. Na, mittlerweile bin ich bei mehr, aber ja.
Säugetiere fressen ihre Plazenta, auch alle Veganen, also die Kühe, Pferde und also alle anderen auch, die fressen einfach ihre Plazenta, das macht Sinn. Die Natur verschwendet nichts. Und es ist ein hochkomplexes Gemisch von Vital- und Lebensstoffen, die wir never ever selber herstellen könnten. Es ist wie nochmal ein Geschenk von der Erde. Wir haben da noch ein bisschen ein Care-Paket. Sie hat mir das eben erzählt, wie wertvoll das sein kann, ein Stück Plazenta nach der Geburt zu essen. Ich will hier sitzen. Wupp. So. Mama. Ich bin gar nicht mehr so schlimm. Jetzt. Herzlich willkommen zu Kochen mit Janis. Heute haben wir ein exzellentes Rohkostgericht vorbereitet. Kann ich die Himbeeren reinmachen? Sollst du es jetzt trinken? So, als erstes brauchen wir ein paar Himbeeren. Ja, das sieht gut aus. Ein kleines Stück Banane. Ich mach auch. Kann ich das reinmachen? Kann ich das reinmachen? Jeder darf ein Stückchen davon reinmachen. So, ein Stückchen Banane, dass das auch süß schmeckt. Und nun kommen wir zur wichtigsten Geheimzutat. Die ich übrigens echt reinmachen. Die Plazenta. Das ist ein Kinderschal. Das ist so eklig. Ich find's auch eklig, Marie. Das ist doch voll eklig. Jetzt suchen wir uns da erstmal eine schöne Stelle zum Rausschneiden. So, eine schöne Stelle zum. Also, aber ohne diese Haut, oder? Ja, ohne Haut. Ah, oh ja, die sieht gut aus, die Stelle. Du hast. Hä? Mhm. Du, ist das. Ich weiß nicht, ob ich vorher gucken muss. Da haben wir ein schönes Stück Plazenta. Die Lilien soll es jetzt nicht unbedingt sehen. Doch, ich will es sehen. Hä? Ich will es sehen. Zeig mal, wie viel ist das? Ein kleines Stück. Komm her zu mir, zeig's mir. Nein, ich zeig's. Ich will's sehen. Ich will's sehen. Ja, okay. Ich könnte es jetzt, glaube ich, auch so essen. Ich mag das und liebe Mixer. So, nun die Geheimzutat in den Mixer. Deckel drauf. Und Mix. Wasser? Hä, ein bisschen Wasser? Ja. Soll ich ein paar von den Kräutertropfen dazu machen? Nee. Ein perfekter Lebenssaft. Ob das hilft oder nicht, es ist jetzt ja nicht so schlimm und wenn es hilft, ist ja einfach mega gut. Mama, ich will das nicht sehen. Du willst es nicht sehen. Nein, nur der Papa und der Bruder. Papa, du musst es auch probieren. Riecht wie jeder andere Smoothie auch. Wir sind ja gerade umgezogen und beim Umzug sind uns nochmal 20 DVDs von unserem Film in die Hände gefallen. Wir dachten, wir haben keine mehr. Wir wollen die auf jeden Fall auch noch verkaufen und deswegen gibt es jetzt an der Stelle noch wahrscheinlich ein letztes Mal Werbung für unseren Film. Auch online, also auch zum Download und zum Streamen wird der Film so in 2 Wochen wahrscheinlich dann aus dem Internet genommen. Das heißt, jetzt ist nochmal die letzte Möglichkeit, euch den Film von unserer Reise, von unserer Geburtsreise, von unserer Weltreise, ja, und auch von unserer persönlichen Reise, ja, anzuschauen. Wir haben das mit der Kamera begleitet. Sehr spannende und auch schöne Aufnahmen gesammelt für einen inspirierenden Filmabend. Authentisch, echt und hautnah. Wirklich. Und jetzt kommt noch ein ganz besonderer Teil der Werbung. Und zwar haben wir überlegt, wir machen ja wahnsinnig gern Collagenkunst und haben immer so Zielcollagen gemacht. Wir hatten jetzt die Idee, dass eben 3 dieser DVDs mit einem persönlichen Collagenkunstwerk in ungefähr der Größe. Das heißt, wenn ihr das Paket auf unserer Website, der Link ist in der Beschreibung unten, auswählt mit Kunstwerk, dann gehen wir in ein kurzes Gespräch und sprechen vielleicht mal über was für Visionen oder Wünsche oder was für Themen euch einfach gefallen. Und dann machen Lilian und ich zusammen für euch ein Collagenkunstwerk, was euch jeden Tag
beglücken kann. Jetzt ist die Werbung in eigener Sache vorbei. Viel Spaß weiterhin mit dem Video. Das Praktische ist ja, dass wir seit neuestem mit einer Hebamme im Haus zusammenwohnen. Und da kann ich jetzt auch noch zwei Fragen zu dem Thema stellen. Bist du bereit? Dein erster Auftritt in unserem Video. Ja. Also Monja, du bist ja Hebamme, richtig? Ja, genau. Ich bin jetzt acht Jahre fast Hebamme und tatsächlich auch schon 7 Jahre im Geburtshaus in Villingen tätig, also komplett freiberuflich. Genau, ich habe 1 Jahr in der Klinik im Kantonsspital in St. Gallen gearbeitet und dann hat es mich wieder rausgezogen in die natürliche Geburtshilfe und ja, eine schöne Betreuung mit Frauen zu Hause eigentlich. Tatsächlich habe ich von Plazenta einnehmen ganz spät eigentlich erst erfahren. Also war in der Ausbildung nie Thema, habe ich in der Klinik nie erlebt und auch am Anfang in der Freiberuflichkeit war das noch weit weg irgendwie. Also vielleicht grob was davon gehört, aber noch nie persönlich Berührungspunkte damit gehabt. Und in den letzten Jahren wird es wirklich mehr. Frauen nehmen Plazenta nach der Geburt in unterschiedlichen Varianten ein. Also wir haben schon Kapseln gehabt, dass man einfach ein Stück Plazenta in eine Kapsel macht und dann eben die Kapsel schlucken kann. Manche geben es wirklich her zum Trocknen und dann wird Pulver draus gemacht. Also wirklich eigentlich auch ein richtig medizinisches Mittel. Viele kennen bestimmt Plazenta Nosoden, also Globuli, wenn man so will. Das ist sehr bekannt, wo man quasi auch einfach ein Stückchen von der Plazenta hergeben kann und dann macht einfach eine Apotheke da quasi die Globuli draus. Im Zusammenhang mit Geburt, also so dieses Plazenta wird geboren und eigentlich relativ schnell danach oder auch ein paar Tage danach nimmt man dann ein Stück ein. Habe ich schon 3-4 Mal sehr, sehr gute, erstaunliche Erfahrungen eigentlich gemacht. 3 Tage Plazenta-Smoothie und die Nachwehen sind ohne Schmerzmittel aushaltbar. Die Milch kommt gut in Gange und den Frauen geht es einfach sehr gut. Wirklich so ein kleines bisschen Energie wieder der Frau zurückgeben, die sie ja viele Monate in die Plazenta gesteckt hat. Es ist ja auch viel Arbeit, so eine Plazenta zu bauen und ich glaube schon, dass einem das dann auch viel zurückgeben kann. Also ich bin da tatsächlich über die Jahre ein bisschen reingewachsen. Cool, ja. Dankeschön. Gerne. Jetzt kommen wir zum großen Moment des Plazenta-Smoothies. Schmeckt hervorragend. Guck mal, du musst es einfach nur trinken, Lilly. Okay. Schmeckt lecker. Okay, ich mach das jetzt und dann tut es mir nicht mehr so weh. Ja. Oh. Lecker. So, nicht drüber nachgedacht. La 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 la. Oh mein Gott. Boah. Du hast Plazenta gegessen. Diese Vorstellung finde ich immer noch nicht sehr appetitlich. Aber es hat nicht schlimm geschmeckt. Mama, tut dir jetzt wieder gut? Bestimmt. Wie viele Frauen begleitet ihr? Was ist da so die Statistik? Wie viele nehmen Plazenta ein und wie viele nicht? Wir begleiten so um die 110 Geburten im Jahr und ich würde schätzen, dass ungefähr die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, die Plazenta einnehmen. Und ja, wir basteln ganz fleißig Plazenta-Kapseln. Wie informiert ihr die Frauen darüber? Also wir führen mit jeder Frau vorher ein Geburtsplanungsgespräch, wo wir alles abfragen, also von Wünschen, Vorstellungen, wo wir auch verschiedene Szenarien durchsprechen, was wir dann machen, wie die Frau will, dass wir agieren und so weiter. Und natürlich gehört die Plazenta dann irgendwann auch dazu, wie soll die Plazenta geboren werden, wer will das sehen, wer ekelt sich davor und was soll damit eben hinterher passieren. In Verbindung mit den Nachwehen, wie ist da deine Beobachtung der Wirkung der Plazenta-Kapseln? Also bezüglich der Nachwehen bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt darauf vertrauen würde, dass die da eine gute Wirkung haben. Du kannst aber auch natürlich nicht mehrfach untersuchen. Du weißt nicht, wie wären die Nachwehen der Frau, wenn sie jetzt die Plazenta-Kapsel nicht eingenommen hätte. Aber ich habe trotzdem Frauen, die danach immer noch sagen, oh nee, es tut immer noch ganz schön weh. Da ist jetzt meine Erfahrung im Vergleich zu den Depressionen nicht so boom. Mhm. Ja. Vielen Dank fürs Teilen deiner Meinung jetzt. Auf
Also mein Körper hat schon echt ganze Arbeit geleistet. Es ist Wahnsinn, wie das zurückgegangen ist. Da passt ein bisschen mehr als ein Finger dazwischen. Also es ist gar nicht so weit auseinander. Guck mal, ist gerade mal so eine Hand. Das war ja echt so riesig. Ich bin ziemlich begeistert. Also die heftigen Nachwehen haben ganze Arbeit geleistet. Ich habe ja vorhin mich überwunden, ein kleines Stückchen Plazenta in einem Smoothie zu mir zu nehmen. Jedenfalls ist es so, dass die Nachwehen nicht mehr annähernd so heftig sind seitdem. Also ziemlich cool. Stellt sich jetzt die Frage, ist das so, weil es jetzt 2,5 Tage nach Geburt ist, also und es sowieso weniger wird jetzt mit den Nachwehen, oder hat es tatsächlich Auswirkungen? Aber ich erinnere mich, bei Romy war das so heftig und es war auf jeden Fall länger als 3 Tage. Also ich habe jedes Mal geweint, wenn ich habe stillen müssen, also wenn da, und durch das Stillen wurden die Nachwehen so krass aktiviert. Und verrückt finde ich es trotzdem. Und eigentlich ist es ja auch nicht so viel anders, wie die meisten Leute Schnitzel und Steak essen oder so. Sushi. Sushi. Sashimi oder was? Stimmt. Oder Met. Wow, super. Okay, da auf die nicht so schöne Stelle. Hier habe ich gerade einen. Ja. Blatt dazu. Und jetzt Mama Brust. Ich hab mehr drin. Aber erst nur klein kann ich krabbeln. Und erst noch größer. Das Baby, das ist noch ein. Und das alles da zu fertig. Alles dazu kennt. Mama. Fertig. Mich würde es riesig interessieren, falls ihr Erfahrungen habt. Teilt die super, super gerne unter dem Video in den Kommentaren. Und was sind eure Eindrücke? Wie ging es euch mit dem Video? Jede Ansicht ist da völlig in Ordnung. Seid respektvoll miteinander. Ja. Bei uns ist mal wieder Zeit, rechtzeitig noch die Kinder vom Kindi abzuholen. vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Tschüss. Ciao.